Miau, miau. Ring, ring. Miau. Are you going to pick up the phone? Or meow, meow, meow. Meow, wow, 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 wow. Meow, meow, meow. Meow, wow, 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 wow. Meow. Pick up your fucking phone, asshole. Meow. Meow. Ah, there you are already. Oh, I'm sorry. Grandmouse isn't here yet. Maybe you can talk to Herr Schlumi for a while. Herr Schlumi is our probation officer. I know what you're thinking. I was also puzzled when I saw Herr Schlumi for the first time. But he is a very good probation officer. So I miss him. He has got his own methods. Ah, Grandmouse, there you are. Ladies and gentlemen, please make a clapping noise with your hands for Grandmouse Flausch! Hey, Daniel, yeah. Hallo, schön, dass du schon da bist. Es geht ein bisschen später heute los. Also jetzt geht's los, aber ich bin ein bisschen zeitlich in Verzug gekommen. jo, also meine Kamera ist... da bin ich. Yeah, hallo. Hallo ihr alle. Ihr müsst jetzt mal ganz kurz so tun, als hättet ihr mich noch nicht gesehen, weil ich hatte mir das Intro ein bisschen anders vorgestellt. Wollte ich nämlich mit dem Song anfangen. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in the spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on Silver's birthday jingle too. She saw my silver spurs and
den Szenenapplaus. Danke, Daniel. Das ist nicht das Einzige, was heute schiefgegangen ist. Daniel, für die woanders zugucken, Daniel hat hier im Chat gerade geschrieben, die Gitarre ist nicht ganz gestimmt, das stimmt leider. Ich hatte nämlich heute die größten Probleme. Ich wollte eigentlich um 21 Uhr anfangen und der Stream läuft gleichzeitig auf mehreren Kanälen, auch auf Facebook, und da ist das auch angekündigt auf 21 Uhr. Und als dann auf einmal die Kamera nicht ging, da bin ich natürlich in Hektik geraten und dachte, da musste ich nämlich den Computer neu starten, das Handy neu starten und dann musste ich die Kamera-App deinstallieren und dann wieder neu installieren. Also, ja, und dann bin ich auch, und was ich noch vergessen habe, meine Kopfhörer aufzusetzen. Aber wenn das einzige große Problem bisher war, dass die Ukulele nicht richtig gestimmt war, dann bin ich insofern schon mal froh. Zumindest konntet ihr mich anscheinend hören, weil das hätte mich jetzt auch noch nicht gewundert, weil ich heute auch ein neues Mikrofon ausprobiere, weil das scheint jetzt zu klappen. Ja, ich dachte eigentlich, dieses Jahr hätte ich so langsam im Griff. Ich habe ja letztes Jahr im Dezember angefangen mit Stream. Genau. Und weil ich den Computer neu gestartet habe, habe ich jetzt auch den Zettel verloren, wo ich mir alles aufgeschrieben habe. Aber ich suche den gleich, weil erstmal cheers, ihr alle. So bin ich nämlich auf den Song gekommen, Summer Wine, weil im Dezember, da ging es ja los mit dem Glühwein-Ritual. Da habe ich versucht, eine neue Religion zu stiften. Oh, schon wieder Echo, okay. Woran liegt denn das jetzt? Desktop-Audio? Ah, komisch. Audio-Input-Capture. Oh. Ja. Danke, dass ihr das gesagt habt. Weil die Software hat es gut gemeint. Jetzt bin ich bestimmt viel leiser, oder? Geht es noch? Ist der Hall jetzt weg? Und könnt ihr noch was hören? Sonst muss ich das Mikro weiter aufmachen. Weil die Software hat es gut gemeint und hat das Mikrofon zweimal installiert. Yeah. Ich fange nochmal an. Also vor Weihnachten haben wir ja das Glühweinritual eingeübt und heute hatte ich dann nochmal geguckt nach den Noten für Summer Wine. Supi, das freut mich. Vielen lieben Dank, Daniel. Toll. Yeah. Es geht doch nichts über ein aufmerksames Publikum. Und für das Glühweinritual hatte ich verschiedene Sinnsprüche ausprobiert, weil das Glühweinritual geht so, muss das Glas Richtung Kamera halten. Das kam ja dadurch, weil im Dezember wurde das Glühweintrinken in der Öffentlichkeit dann ja irgendwann mal verboten. Und dann dachte ich, au, wacker, man kann nur noch privat Glühwein trinken, aber das ist ja auch in der Vorweihnachtszeit echt ätzend, dass es verboten ist. Dann dachte ich, da müsste das wenigstens online machen. Und habe ich mir ein Ritual ausgedacht. Und das geht so. Jeder hat so sein Glas und da macht man so eine Schlingelbewegung. Und während man die Schlingelbewegung macht, muss man eigentlich theoretisch was murmeln. Konnte ich jetzt nicht machen, weil ich das am Erklären bin. Und man kann murmeln eigentlich, was man möchte. Aber eine Version war halt gewesen, Strawberries, Cherries and an Angel's Kiss from Last Spring. My winter wine is really made from all these things. Und heute habe ich deshalb nochmal die Noten rausgekramt, weil ich das nochmal spielen wollte. Und dann habe ich gemerkt, ach, das Lied ist eigentlich total einfach zu spielen. Da kann ich das eigentlich auch mal, weil das hat nur 3 Akkorde. Das ist echt gut für mich, weil ich kann noch nicht so lange Ukulele spielen. Und ich dachte, okay, cool, dann spiele ich das jetzt mal. Und dann kam so eins zum anderen. Dann dachte ich, heute ist eigentlich auch der Winter zu Ende. Also mal ganz optimistisch gesprochen. Aber ich habe dann vorhin auch auf Facebook noch was gesehen, hatte eine Bekannte von mir ein Bild gepostet vom Mond. Und dann habe ich auch noch mal nachgefragt, morgen ist Vollmond. Aber das spürt man anscheinend heute schon. Weil ich habe heute voll so das Gefühl, Aufbruchsstimmung,
Der Winter ist vorbei. Ah, wow. Daniel schreibt hier gerade im Chat in Leibniz. Meinst du wirklich Leibniz oder soll das Leipzig heißen? Also die Stadt Leibniz kenne ich noch nicht, aber ist auch ein schöner Name. Und Daniel schreibt, in Leibniz gab es einen Glühwein-Drive-In. Ganz was Besonderes. Direkt ins Auto geliefert und weiter geht's. Das ist ja abgefahren. Wobei, darf man den Glühwein denn dann noch während der Fahrt trinken oder muss man dann erst auf den Parkplatz fahren? Ja, jedenfalls, ich habe heute gedacht, weil so eine Stimmung in der Luft liegt, das ist jetzt mal ein Schritt weiter. Ah, Leibniz in Österreich, cool. Oh, mir fällt da auch gerade was auf. Heute ist eigentlich die englische Show angesagt. Aber gut, jetzt haben wir halt auf Deutsch angefangen. Egal. Weil theoretisch mache ich das alle zwei Wochen auf Deutsch und alle zwei Wochen auf Englisch. Aber wenn mehr deutsche Gäste da sind, naja, dann passt das ja auch. Und heute fühlte sich das so an wie Neuanfang. Dann dachte ich, jetzt nehme ich mal keinen Glühwein mehr, jetzt nehme ich kalten Wein. Aber das ist gar kein normaler Wein, das ist Sangria mit Obst. Habe ich vorhin noch hier vorbereitet, weil in der Küche kann ich nicht streamen, da ist die Internetverbindung nicht so stark. Und Glühwein und Sangria ist ja gar nicht so ein großer Unterschied, nur das eine ist halt heiß und das andere ist kalt. Und ich dachte, wir sind jetzt mal ganz optimistisch und läuten heute den Sommer ein mit Sangria. Ja, und das Ritual geht halt so, ihr könnt auch was anderes trinken, wenn ihr jetzt kein Sangria am Start habt, aber jedenfalls, wir trinken jetzt alle zusammen was und schauen uns dabei ein Filmchen an. Das Filmchen geht, glaube ich, so ungefähr 3 oder 4 Minuten, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und habe ich selber gedreht. Wo ist es? Ja. I just had one of my crazy ideas again. It's a beer commercial about two guys. One of them is sitting in the outside area of a beer garden. He has a freshly drawn tap beer in front of him. And he takes the glass he wants to drink, but at the very last moment he hears someone yelling, "No!" He's looking around, but he can't see where the voice is coming from. So he takes the glass again, wants to drink, and there's the voice again. Wait! He can't find the source of the voice. But now the camera is showing the audience what's going on. The second guy, he's somewhere else. He's running. He's running across all sorts of different landscapes, overcoming obstacles, James Bond style, things falling into his path, and he has to jump over them, over apples and bananas and everything. And he's running very, very fast, and he's desperate to get somewhere. And then the camera goes back to the first guy in the bar, and for the third time he's taking the glass, wants to drink, and there's the voice again. Don't drink! And the guy is getting in like, what the fuck is going on? What's happening? He's very thirsty and all. But then suddenly he sees the other guy coming, you know, running around the corner, and you know, he's coming from there, and then he's running towards the table and collapsing on the chair opposite the first guy. And then the second guy who has been running is saying, don't drink. That it is vegan. Yeah, das habe ich irgendwann im Sommer gedreht, den Filmchen, weil ich da die Idee zu diesem Werbespot hatte und ich wollte das wenigstens schon mal festhalten.
weil ich dann nämlich gedacht habe, ich frage mal flüchtige Bekannte, eigentlich kenne ich die gar nicht persönlich, so Leute von einer Kneipe, die da selbst Bier brauen, ob die vielleicht Interesse an so einem Werbespot hätten, weil ich fand den lustig, aber die wollten das jedenfalls nicht machen. Die sind allerdings auch ziemlich klein. Und ich wollte die Gelegenheit mal nutzen, mal zu fragen in die Runde, könntet ihr euch vorstellen, so ein Bier zu kaufen, nachdem ihr so eine Werbung gesehen habt? Oder ist das dann eher der Upturn? Und außerdem wollte ich, also ihr könnt einfach ganz in Ruhe, wenn ihr da eine Meinung zu habt, könnt ihr das ja gerne mal aufschreiben. Ach so, und ich möchte auch noch jemanden begrüßen. Mein lieber Kumpel und Fan der ersten Stunde, der Philosoph, ist auch wieder dabei. Der Philosoph, ich weiß ja jetzt, wer du bist. Für alle anderen, der Philosoph ist Vater von Garfield, der auch einmal bei der Sendung mitgespielt hat. Der macht auch Musik, ziemlich coole Musik. Und um auf meinen Werbespot zurückzukommen, ich habe nämlich jetzt so in den letzten Monaten vom Lockdown... Daniel hat sich zu dem Thema, wie findet er das, geäußert. Danke, das freut mich, weil ich nehme an, du hast bestimmt schon mal Bier getrunken, oder? Also, weil, ich meine, ich trinke auch manchmal Bier, aber ich bin wahrscheinlich trotzdem nicht so die ganz typische Zielgruppe, weil ich einfach generell einen an der Welle habe. Und deshalb, wenn mir das gefällt, heißt das doch lange nicht, dass das anderen auch gefällt. Ja, danke. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Und ich wollte noch erzählen, ich mache seit November mache ich einen Online-Kurs in Online-Marketing. Das hat jetzt direkt eigentlich mit der Bierwerbung gar nichts zu tun. Das habe ich nur so aus Spaß gemacht. Aber den Kurs mache ich deshalb, weil ich mir gedacht habe, ich bin ja eigentlich sonst viel auf der Bühne mit meiner Comedy und Musik. Und das geht jetzt im Moment ja nicht, dachte ich, versuche ich mal die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen und mache halt einen Kurs in Online-Marketing. Ja, und da ist es so, dass ich jetzt eine Hausaufgabe machen muss. Ich muss eine Werbekampagne analysieren und ich bin eigentlich schon fast fertig damit, aber was mir noch fehlt ist, ich muss noch meine eigene Meinung zu der Werbekampagne sagen und ob ich der Firma vielleicht empfehlen möchte, was sie besser machen können oder was ich scheiße finde oder was ich gut finde. Und ich dachte, wo ich schon das Glück habe, dass ich hier die Gelegenheit habe, auch mit ein paar Menschen zu sprechen, die ich nicht persönlich kenne, das wäre vielleicht interessant, euch mal zu fragen. Das ist so ungefähr eine Minute und vielleicht kennen manche auch den Werbespot. Ich habe den... Ist ein bisschen halblegal, ich habe den einfach vom Bildschirm abgefilmt, aber ich meine, es ist halt eigentlich nur, dass ich umsonst jetzt die Werbung zeige. Also ich kriege da nichts dafür. Es geht nur um meine Hausaufgaben. Und jetzt muss ich hier in meinen Szenen das noch... hier ist es. Yeah. Mats ab. Ja, so weit, so gut. Also,
ich sag mal ganz kurz, wie ich das empfunden habe. Ich fand das eigentlich ganz amüsant und so und dachte, wenn man sich Werbung angucken muss, dann gibt es, weiß Gott, nervigere. Aber was mir aufgefallen war, ist, als ich dann geguckt habe, wo das überläuft, dass das eigentlich überall nur da läuft, wo man was dafür bezahlen muss. Zum Beispiel auf YouTube hatte das zwar auch relativ viele Views, aber die hatten irgendwie zig Millionen Views, aber ungefähr nur 3 Abonnenten und da habe sogar ich mehr Abonnenten. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn die so wenige Abonnenten haben und so viele Views, dann haben die unter Garantie das als Werbeanzeige geschaltet, weil das wird auf YouTube auch mitgezählt. Da wird dann auch gezählt, so und so oft wurde es gezeigt, weil die Leute das dann sich vielleicht angucken. Und ich dachte, also was mein Tipp wäre, um das besser zu machen, vielleicht nicht nur das so zu machen wie eine klassische Fernsehwerbung, wo man einfach den Leuten irgendwas vorsetzt. Aber ich muss mal gerade kurz hier eben lesen, was hier im Chat steht. Also, hier steht ein Zuschauerkommentar von Daniel. Bosch ist ja sehr am Markt vertreten. Bosch gleich Boss am Markt. Es zeigt auf lustige Weise, dass Technik von Bosch so ziemlich überall zu finden ist. Ja, das fand ich auch. Und ich fand es auch recht, also kurzweilig und unterhaltsam. Aber ich fand, man hätte vielleicht als ganze Kampagne, also an dem Video habe ich überhaupt nichts auszusetzen, aber so als Gesamtkampagne habe ich gedacht, wäre es vielleicht auch gut, wenn man schon Internet und so hat. Weil zum Beispiel in dem Video ging es ja speziell um IoT, also Internet of Things, so wie man zum Beispiel mit seinem Telefon schon die Kaffeemaschine anmachen kann, bevor man aus dem Bett springt. Okay, ist hat was, aber man kann natürlich auch, erstens mal, ich kann mir total viele Menschen vorstellen, denen das irgendwie viel zu verfrickelt ist, die noch nicht einmal, zum Beispiel meine Mutter, die hat noch nicht einmal ein Handy, die kann das sowieso nicht bedienen. Und da habe ich mir gedacht, man verpasst vielleicht auch eine ganze Menge möglicher Kunden, wenn man jetzt, man könnte ja auch zum Beispiel auf YouTube, da gibt es so viele Leute, die coole Tutorials machen, da könnte man ja auch die beauftragen und die könnten zum Beispiel ein Tutorial machen, wie man solche Sachen überhaupt benutzt. Weil ich zum Beispiel, ich meine, ich bin, glaube ich, nicht so typisch, weil ich habe schon so Pi mal Daumen gelernt, wie man Streaming-Software benutzt. Zwar noch nicht perfekt, aber irgendwie läuft es und da bin ich als Mädchen schon, glaube ich, ziemlich weit vorne, aber trotzdem ist mir das auch zu umständlich. Ja, wenn da irgendjemand noch was zu sagen möchte, könnt ihr gerne schreiben. Wenn nicht, ich zeige euch dann nochmal einen ganz kleinen, auch einen Fake-Werbefilm, den ich gemacht habe. Da geht es auch um Bier. Oh Mist, der ist aber jetzt... Weil ich dachte, dass es heute auf Englisch wäre. Deshalb habe ich die englische Version hier. Ich weiß, wie ich das mache. Ich suche das... Nee. Ja, okay. Ich sage euch mal ganz schnell, wie das auf Deutsch geheißen hätte. Oder ich zeige das zuerst. Hier. Bier. Random Chip Bier. Bier. When something's written across, then something is inside. Ja, das habe ich hier in der Nähe, ich wohne in Berlin
Und wo das gedreht ist, das ist der Görlitzer Park. Da habe ich das gemacht. Das war eigentlich auch nur so ein Musterfilmchen, weil vielleicht kennt ihr die Biermarke, ich weiß auch nicht, ob es die in Österreich und so gibt, aber in Deutschland, die heißt einfach nur Bier, da steht auf dem Label nur Bier. Und ich habe das immer in der Kneipe gesehen und das hat mich dann auf die Idee gebracht, genau, auf Deutsch. Ihr müsst mal, wenn euch das interessiert, könnt ihr nachher auf meinen YouTube-Kanal gehen, Grandmouse Flausch auf YouTube. Da ist es auch auf Deutsch, der Film. Da heißt Bierchen, weil der Claim heißt nämlich Bierchen, nur wo etwas draufsteht, ist auch etwas drin. Und ja, den fand ich auch lustig, den Spruch, aber das habe ich einem Kumpel von mir erzählt. Und der ist Werbetexter und dem hat es nicht gefallen. Naja, aber ich bin trotzdem stolz auf das Video, weil ich da so seltsame Grimassen gemacht habe. Und es hat auch Spaß gemacht, das zu drehen, weil es war hier im Park. Der heißt Görlitzer Park, ist ziemlich berühmt, wenn man in Berlin wohnt, dann kennt man den. Und ich muss jetzt hier mal eben was suchen. Genau. Ich wollte nämlich auch einen Song von mir spielen, weil ich ja heute, wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, heute habe ich halt so das Gefühl, der Winter ist jetzt vorbei und es geht ja auch bergauf mit der Epidemie. Okay, das ist jetzt noch ein Stück, aber ich glaube, irgendwie wird es jetzt besser. Und da habe ich dann gedacht, ich habe ja einen Sommerfilm, einen Sommersong mal gemacht. Den kann ich auch eigentlich einfach ganz normal jetzt zeigen, weil jetzt machen wir ja sowieso heute auf Deutsch, weil der ist nämlich mit deutschem Text das Lied. Und der ist auch da in dem Park. Weil in dem Film habe ich mich über Touristen lustig gemacht und den habe ich vor 2 Jahren schon, ja, vor 2 Jahren im Sommer habe ich den veröffentlicht und dann letzten Frühling, als das losging, dass man nicht so ausgehen konnte und alles, da habe ich dann gedacht, verdammt, ey, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich mit meinem Touristensportlied machen soll, weil es gibt ja gar keine Touristen mehr und ich vermisse die sogar richtig, die Kerlchen, weil dann ist doch irgendwie das Leben insgesamt ein bisschen lockerer und alles. Und deshalb spiele ich jetzt nochmal mein Sommersong. Der heißt Easy Jet Set. Der Sommer ist jetzt endlich hier und ich brauch nicht mehr mit der Bügelbahn zu fahren. Ich hol mein Fahrrad aus dem Keller, fröhlich spring ich auf. Ich fahre in die Stadt. Doch oh Schreck, was seh ich da? Da liegen 3 Gestalten. Diebstahl, meine Fresse, was geht hier?
stehe mitten im Gewühl, leg meine Platten auf, die echten aus Vinyl. Da kommt schon wieder so ein Kerlchen und fragt in krummem Englisch, was das denn wohl für Tonträger sind. Er hat ja schon so viel von diesem Schellackzeugs gehört, darf er sie Fotoknipsen. Ja, das war mein Erstlingswerk als Produzent. Aber ja, ich will das nochmal aufnehmen, weil inzwischen höre ich das auch, dass ein paar Sachen etwas missglückt sind. Aber ich finde, der Song ist echt gar nicht so übel. Und das meiste davon sind, wie ich am Ende schon gesagt habe, wahre Geschichten. Also ich habe eigentlich alles in echt erlebt, außer am Ende der, wo ich am Auflegen bin und da kotzt mir einer in den Plattenkoffer. Das habe ich dazu erfunden, da bin ich ganz ehrlich. Der Rest ist wirklich passiert. Vor allem das, wo... Danke, Daniel. Vielen lieben Dank, ja. Danke, das freut mich, dass dir das gefällt. Ja, und danke auch nochmal an dich, dass du so aktiv im Chat bist. Du hast hier ja gerade auch noch vorhin geschrieben gehabt, dass du auch schon mal in Berlin warst. Also an alle, die auf anderen Kanälen zuhören. Daniel ist aus Österreich. Bist du denn aus so einem, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Landesteile in Österreich. Wir haben hier in Berlin auch ein paar Leute, manche von denen versteht man ganz leicht. Also die haben da nur so ein bisschen Akzent. Aber da, wo du herkommst, ist das dann so ganz anders. Ja, kannst du natürlich jetzt nicht vormachen, okay. Aber ja, ich freue mich auch schon. Ich freue mich auch schon darauf, wenn ich wieder verreisen kann. Nach Österreich bin ich auch schon lange nicht mehr gekommen. Ja, genau. Und ich habe das vorhin auch vergessen in der Hektik. Der Grund, warum ich das vorhin angesprochen habe mit meinen Hausaufgaben, ist eigentlich der, weil die Show heißt ja Teach Me Tiger und eigentlich normalerweise habe ich hier immer Gast da, jede Woche irgendjemand anderes und die bringen mir dann irgendwas bei. Und die Tradition ist zwar noch nicht so alt, aber gab es auch schon lustige Sachen. Letzte Woche hat mir jemand beigebracht, wie man den Weltflauschigkeitstag begeht, weil der war letzten Samstag gewesen. Wer das noch sehen möchte, das kann man auch auf YouTube und so. Also, und weil ich habe nämlich jetzt noch hier die Auflösung dazu, weil die Sendung war letzten Donnerstag und am Samstag war dann der Weltflauschigkeitstag gewesen. Und am Samstag habe ich dann auch mit Schlomi einen Film gemacht, um den Weltflauschigkeitstag zu feiern. Den möchte ich euch jetzt auch gerne mal zeigen. Wir feiern jetzt den Weltflauschigkeitstag. Guck mal, hier hopfen wir drauf. Ja, geh mal dahin. Ja, fein. Nicht schlecht. Das ist ja schon mal ein guter Anfang, Schlumster. So, und jetzt musst du dich... Nein, nicht so ins Maul, in die Pfote beißen. Geh runter. Down, Schlummi. Ein schöner Hauptdarsteller bist du. Komm mal hier rum. So, runter. Ja, so ist gut, Schlummi. So ist fein. Ei, ei, ei. Ja, wartest du. Herr Punkt. Thank you.
Ja, hast du toll gefeiert, Schlummi. Aber jetzt ist der Brie-Käse alle. Du kannst gerne noch ein bisschen liegen bleiben, noch runterkommen. Am Weltflauschigkeitstag braucht man ja nicht zu hasten. Ich poste es auch auf TikTok. Ja, das mache ich. Nicht schlecht, Schlumi. Ja, fein. Heute ist Weltflauschigkeitstag. Ja, das war am Samstag und ich habe den Film hauptsächlich eigentlich gemacht aus Dankbarkeit gegenüber meinem Studiogast von letzte Woche, weil die hat halt die ganze, also die Sendung geht offiziell immer eine Stunde und die hat dann halt die ganze Zeit hier mit mir gesessen und wir haben uns auch so noch unterhalten und war toll nett und voll nett und da wollte ich natürlich auch den Weltflauschigkeitstag feiern und habe ich dann unter anderem auch in ein paar Facebook-Gruppen gepostet und dann Leute noch eingeladen zu dem Event. Und dann hat dann auch gleich irgendein Schlaubein hat dann das auch kommentiert und gesagt, ja, Hunde können aber auch Laktoseintoleranz haben. Und wenn der das dann frisst, den Käse, dann wird dem vielleicht schlecht. Klar, das kann wahrscheinlich sein, aber ich habe den Hund schon ein paar Jährchen, dem wird nicht so schnell schlecht. Der hat schon ganz andere Sachen gefressen. Der hat einmal, bin ich mit ihm spazieren gegangen und bei uns in der Nähe ist ein Supermarkt. Da kamen wir an dem Supermarkt vorbei und da muss wohl irgendjemand, der da vorher eingekauft hat, ist so ein Päckchen Butter aus der Tasche gefallen, so ein 250 Gramm Paket Butter. Und ich sehe das noch, so ganz in letzter Minute sehe ich das und will den Hund da wegziehen. Aber ich war zu spät, da hat er schon so rums sich da drauf geschmissen und hat dann mit einem Haps hat er diesen Butterklumpen aufgefressen. Ich konnte ihn nicht mehr daran hindern. Aber da ist ihm auch nicht schlecht von geworden. Deshalb, naja, das war nur ein halber Brie. Das kann der ab. Daniel hat noch geschrieben, er könnte mir einen Südsteirisch-Kurs anbieten. Ich weiß gar nicht ganz genau, was das ist, aber das ist ja cool. Vielleicht, wenn der Lockdown vorbei ist, wenn du mal in Berlin bist, dann, wie gesagt, bei der Show will ich ja eigentlich jede Sendung was anderes lernen. Vielleicht passt das dann ja irgendwann mal. Am Freitag treffe ich mich mit einem Kollegen von mir, den ich von Comedy kenne. Und der bringt mir gleich zwei Sachen bei. Der bringt mir bei, Russisch zu sprechen und Schach zu spielen, weil der ist aus der Ukraine. Und dann am Samstag, dann kommt jemand anderes und der ist wohl, den kenne ich eigentlich noch gar nicht, aber ich kenne ganz viele Leute, die den kennen. Deshalb glaube ich, ist das total okay, weil der macht auch Comedy, aber es gibt halt viele Comedians in Berlin. Und der arbeitet unter anderem als Kindergärtner und der will mir dann einen Tanz für Kinder beibringen. Das finde ich super, weil ich tanze eigentlich sehr gern, aber ich bin echt sau schlecht. Und falls sich jetzt irgendjemand Sorgen machen sollte da draußen bei den Zuschauern wegen Ansteckungsgefahr, macht euch bitte keine Sorgen.
ich bin schon durchgeseucht, kann mir also nicht mehr so viel passieren. Ich hatte letzten Frühling schon, also ist schon ganz lang her, aber auf jeden Fall habe ich Covid schon gehabt und sogar Schlomi auch. Das heißt, also wir sind vielleicht ja nicht hundertprozentig immun, aber wir werden bestimmt dann auch, wenn wir das beim ersten Mal irgendwie weggesteckt haben, wird es beim zweiten Mal, wenn es dazu kommen würde, hoffentlich ja auch nicht so schlimm. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich dann nicht die anderen Leute anstecke. Das wäre mies. Aber die wissen das. Die haben sich das so überlegt. Oh je, ich muss mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken. Weil... Ach ja. Ich bin total aus dem Konzept, weil halt alles, was ich für heute vorbereitet hatte, auf Englisch war. Und dann habe ich aber halt, als es am Anfang losging, weil meine Kamera war kaputt. Ich musste die neu installieren und rabeldira und war ich dann total durcheinander. Und jetzt bin ich dadurch halt so ein bisschen aus der Spur geraten. Ich glaube, deshalb mache ich auch heute die Show ein bisschen kürzer. Aber ich habe noch, ich möchte gerne noch eins erklären für alle, die vielleicht nächstes Mal mit dabei sind. Wobei, wir könnten das auch mal probieren, weil hier in dieser Show gibt es seit letzter Woche auch ein Spiel, das heißt Berliner Wörtersee. Ich weiß jetzt nur nicht, weil so viele sind zwar ein paar Leute hier im Chat, aber die meisten haben noch nichts geschrieben, deshalb weiß ich nicht, ob ihr schreiben könnt. Vielleicht seid ihr ja auch funktionale Analphabeten, wer weiß. Aber wenn ihr schreiben könnt, dann könnt ihr mir gerne jeder ein Wort aufschreiben. Und dann versuche ich hier vor euren Augen aus den Wörtern einen neuen Songtext zu improvisieren. Genau. Und ihr habt jetzt, ich gebe euch jetzt mal ein paar Minuten Zeit, um die Wörter aufzuschreiben. Und in der Zeit können wir uns vielleicht nochmal einen Film ansehen. Der Vorteil ist, der hat zwar englische Untertitel, aber der Film selber ist eigentlich sowieso auf Deutsch. Deshalb passt das dann auch. Genau. Der ist hier. Vielleicht ist er sogar ohne Untertitel. Moment mal. Wenn doch, hier. Mats ab. Kennen Sie das auch? Sie wollen Altpapier entsorgen, aber die Papiermülltonne ist schon voll. Aber wenn Sie im Raum Berlin wohnen, habe ich einen guten Vorschlag für Sie, wie Sie gleichzeitig der Umwelt und dem Berliner Tierheim helfen können. Hallo, mein Name ist Grandmouse Flausch. Ich bin eine Katze und ich brauche Papier. Können Sie mir helfen? Löwe, drittes OG Vorderhaus. Kommen Sie hoch. Toll, dass Sie mir helfen wollen. Das ist sehr nett. Kein Problem. Das Papier ist alt. Aber wozu brauchen Sie es eigentlich? Das Papier ist nicht für mich. Ich will es bei der Papierbank abgeben und dafür wird dann dem Berliner Tierheim Geld gutgeschrieben. Das ist ja toll. Eine schöne Idee. Ich bin mein Altpapier los und den Tieren wird geholfen. Ja, gut was. Und wenn Sie das nächste Mal Altpapier haben, können Sie es auch selbst bei der Papierbank abgeben. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ich selbst war zum Glück noch nie im Tierheim, aber viele von meinen Freunden sind im Tierheim gewesen. Ich kann leider nicht helfen. Ich habe gar kein Papier. Ich kann nämlich nicht lesen. Das macht doch nichts. Sie könnten auch etwas anderes spenden, wenn Sie möchten. Zum Beispiel Altmetall. Haben Sie so etwas vielleicht? Ah, ich guck mal. Hier habe ich was aus Metall gefunden. Die Schublade von meinem Backofen. Die braucht man ja eigentlich gar nicht zum Backen. Toll, vielen Dank. Sehr freundlich von Ihnen.
kannst du das auch gebrauchen. Ist zwar total kaputt, aber ist noch echt viel Metall dran. Ja, wäre das was? Ja, das ist toll. Aber ich glaube, das passt nicht mehr auf meinen Wagen. Weißt du was? Dann helfe ich dir einfach. Dann bringe ich es mit. Ja, gut. Toll. Danke. Und sonst alles klar? Ja, ich habe schon eine Menge Papier. Super Sache. Sollten viel Leute mehr machen. Viel mehr Leute sollten das machen. So, da sind wir. Hier ist eine von über 20 Abgabestellen der Berliner Papierbank. Hier geben wir jetzt alles ab. Ich lege noch einmal hier ein Autogramm unten drunter. Oh. 19 für Papier und 13,20 Euro für Metall. Nicht schlecht. Ja, aber im Tierheim sind doch so viele Tiere. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Aber es ist ein guter Anfang. Wenn jeder Berliner seine Sekundärrohstoffe spendet, was meinst du, was da zusammenkommt? Und außerdem, es gibt ja auch ganz kleine Kinder. Ich habe mir ausgerechnet, dass man schon mit 3 Zeitungen einen Tag lang einen Hamster ernähren kann. Wenn auch Sie das Berliner Tierheim mit Ihren Wertstoffen unterstützen wollen, können Sie Ihr Altpapier oder Altmetall bei einer von über 20 Abgabestellen in Berlin abgeben. Welche Abgabestelle in Ihrer Nähe ist, können Sie auf der Webseite papierbank.de nachschauen. Dann müssen Sie nur noch die Kundennummer des Tierheims angeben. 20.000! Haben Sie vielen Dank im Namen all unserer Freunde, die im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Yeah, ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Ist einer meiner ersten Werke. Ich muss auch leider dazu sagen, dass die Papierbank gar nicht mehr gibt. Das ist ja voll der Skandal, die ist dann irgendwann pleite gewesen. Ja, aber ich hoffe, die gute Absicht ist trotzdem rübergekommen. Und jetzt sehe ich hier, wir haben tatsächlich ein paar Wörter für das Spiel. Hatte ich schon gesagt, das Spiel heißt Berliner Wörtersee. Weil das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das habe ich selber mal bei einer Show gesehen, aber die gibt es gar nicht mehr. Und ich habe jetzt hier 3 Wörter, Katzendorf, Knorke und ein Wort, da muss ich ein bisschen improvisieren, Orch, Katzel, Schworf. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was das heißt, aber Schworf ist sowas wie Schwof, oder? Hier in Berlin sagt man Schwof. Das verstehe ich, aber Orch heißt das auch? Naja, egal. Ich werde mal sehen. Es sind ja auch nur 3 Wörter, vielleicht, das ist eventuell nur ein Refrain, aber ich tue mein Bestes. Und ich muss jetzt sagen, es wird da wahrscheinlich auch einen kleinen Zeitverzug geben, aber das ist ja das erste Mal, dass wir das machen. Deshalb hoffe ich, ihr seht mir das irgendwie nach. Weil jetzt muss ich Bildschirmaudio anmachen, weil ich habe gedacht, das mache ich nicht mit Gitarre, das ist zu kompliziert. Ich mache das mit einem Backing-Track. Und der geht so. Das reicht eigentlich schon, weil mir ist... Oh, Eichhörnchen. Ah, Orchkatze, ja, Eichkatze. Das habe ich mal gelesen im Deutschunterricht. In Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Und da hieß es Eichkatze, aber so geschrieben wie Eichhörnchen, aber dann halt als Eichkatze. Und da habe ich zum ersten Mal... Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Cool. Ja, ich werde es gleich nochmal probieren. Jetzt, ich dachte, das wäre eine Tanzveranstaltung. Ja, super. Ich kenne das Wort halt auch, aber
Das ist total interessant. Warum sagt ihr denn dazu Katze? Wobei, ich kann dir eins sagen. Also, Eichkatze ist österreichisch. Eichhörnchen ist deutsch-deutsch. Oder wie nennt man das? Hannoveranisch ja eigentlich. Weil was wir hier so als Hochdeutsch haben, ist ja aus Hannover. Ich war mal in China gewesen und da sagen die nicht Eichkatze, die sagen auch nicht Eichhorn, die sagen Baumratte. Das finde ich eigentlich auch voll niedlich. Aber ja gut, ich versuche das jetzt nochmal. Haben wir noch mehr Wörter? Och, Katzle, Schwurf. Knorke. Ja, ist perfekt auch ein Wort. Ich nehme das einfach mal als das. Ich glaube, mit dem Backing Track ist das fast zu einfach. Naja. Also ich freue mich schon darauf, wenn mehr Zuschauer dabei sind und vielleicht auch mehr, die schreiben können, weil sie sind insgesamt gerade 6 Zuschauer, aber manche sind anscheinend funktionale Analphabeten. Aber wenn mehr Leute dabei sind, die schreiben können, dann werden die Lieder dann ja auch etwas länger. Das wird bestimmt sehr interessant. Und ich habe jetzt auch noch ein anderes kleines Spiel. Muss ich mal eben hier. Genau. Weil ich habe so ein Faible dafür. Das mache ich gar nicht absichtlich. Das kommt immer so. Ich sitze irgendwie, ich stehe so in der Disco, höre da so ein, also 70er Jahre Disco, spielt da so eine Schallplatte und auf der Schallplatte heißt es: You can ring my bell. Und ich höre dann bei mir im Kopf: Bring mein Fell. Und ich weiß auch nicht, wie ich auf so einen Scheiß komme, aber es passiert halt immer. Und ich habe mir gedacht, daraus könnte man vielleicht auch ein Spiel machen. Ich spiele einfach das, was ich in meinem Kopf höre. Und die Zuschauer können dann raten, wie das Lied im Original heißt. Ich bin da jetzt auch nicht perfekt drauf vorbereitet, weil ich dachte, heute ist englische Show, dann kann man das nicht machen. Aber ich improvisiere das jetzt mal, so gut ich halt eben kann. Freitag. Nee, das Lied ist zu schwer, scheiße. Moment. I'm like a bird. Nur fliegen kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich hab's nicht gelernt. I'm like a bird. Nur fliegen kann ich nicht. Ich hab's nicht gelernt. Das Lied ist nicht so schwer zu raten, weil ein Teil ja sogar auf Englisch ist. Nee, das ist jetzt leider. Ich muss wirklich mir die Noten hier hinlegen, weil ich das gar nicht alles auswendig spielen kann. Aber nächste Woche, also die Show ist jetzt jeden Mittwoch um 21 Uhr. Und da wir heute nur aus der Reihe Deutsch gemacht haben, ist nächste Woche auch wieder Deutsch dran. Das heißt, nächste Woche habe ich dann ein paar Songs vorbereitet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann ein paar von euch auch wieder mit dabei sind. Dann könnt ihr das dann raten. So wie auf dem Kindergeburtstag. Da haben wir das früher auch immer gemacht. Dann wurde da sowas abgespielt und ja. Yeah. So, und ich bin jetzt fast am Ende, aber ich möchte jetzt gern noch einen Song spielen. Der ist zwar nicht von mir, aber ich finde den total schön. Und als ich den im Dezember einmal gespielt habe, da habe ich es total vermasselt, weil ich nicht die ganzen Noten auf einem Blatt geschrieben hatte und dann kam ich irgendwann raus und wusste nicht mehr weiter und ich dachte, ja, jetzt ist irgendwie die Luft raus, deshalb mache ich das jetzt nochmal. Und zwar, das Lied heißt Bad Ideas Make the Best Memories, also
dumme Ideen liefern die besten Erinnerungen. Und ihr müsst euch das unbedingt auch mal auf YouTube angucken. Das ist von dem DJ-Produzenten Alle Farben. Und das spielt hier bei mir um die Ecke im Park, also das Musikvideo auf YouTube. Ihr könnt euch das, ja, ich würde euch das echt empfehlen, weil das ist so schön. Das ist halt auch so ein Sommervideo, wo die Leute draußen feiern und so. Und wenn wir Glück haben, machen wir das ja diesen Sommer auch wieder. Und deshalb möchte ich euch auch sagen, seid alle noch kurze Zeit vorsichtig, damit wir uns im Sommer dann alle bei frischen Kräften wiedersehen und dann vielleicht schon wieder draußen feiern können. Und und jetzt verabschiede ich mich mit dem Song Bad Ideas von Alle Farben. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Eingefallen, die Ukulele muss ja eh noch gestimmt werden. Ich probiere das einfach nächste Woche nochmal. Vielen lieben Dank. Ihr wart ein tolles Publikum und auf Wiedersehen.